Sacha, wieso hast denn du Harz in den Haaren? Ich dachte, du warst beim Handball. Vielleicht hat die Handball im Herz gespielt. Hallöch, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Es wird wieder Zeit für GTA Online in Level Asian Mona Tachi 11 vom Phoenix zusammen mit Aras in seinem Stream. Mal schauen, was uns erwartet. Hallo Schnännchen. Moin, was geht ab? Alles, was nicht fest ist. Oh, wow, ganz schwach. Ganz schwach, mein Lieber. Also doppelt gebaut, was so sehr sieht gut aus. Ole führt Fehlinformationen vorm Rennen. Oh, see ya. Ciao, ciao, Aras, sah geil aus. Danke. Ach du heilige... Warum bist du eigentlich bei mir gerade so laut? Halleluja, Koralle am Ende, Aras. Was? Uhu. I know, aber wahrscheinlich zweimal. Nein, bei oben kommt Sommerkind, halt. Ich habe den Sommerkind verkackt. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Okay. Also aufpassen, ich weiß, dass das ein Sommerkind kommt. Oh nein, er hat mich zu früh genommen. Da müssen wir auf jeden Fall in der Tube drehen, aber die Frage ist wie. Das könnte ein Außerführer sein. Hallo, Schimpfraster Entertainment. Was geht ab, man? Und danke für deinen Host. Oh, zu lahmarschig, Alter. Aber da muss ich sagen, hat mich zum Glück einmal der One-Pointer trainiert. Die Drehung. Scheiß. Ja, keine Ahnung. Beim One-Point habe ich das dann auch jedes Mal vernünftig hingekriegt, aber hier? Da ist ein Aussortierer in der nächsten Tube drin. Gut, immerhin. Ich mache das jetzt mit einer Arschdrehung. Bei mir ist alles tutti, danke der Nachfrage. Arschdrehung geklappt. Die Koralle meine ich. Ach, come on. Alle, ja, probe, wie waren? Wunderbar. Spirale nach oben. Och, was kommt da noch alles? Wallride. Wow! Wenn du Spirale hochfährst und Wall kommst, fahr den Wallride oben. Was? Ja, ich hab hier gerade ganz andere Sorgen. Was? Ah, please. Ein anderes Element. Fürs 2! Oh. Wow! Das, ja. War so geplant, Ars. Gib's dazu. Ja, doch, dezent. Nein! Nein! Was hast du gesagt? Aussortierer, ne? Ja, ich sehe. Aussortierer, ja. Nice. Na! Nein! Hey, Mann! Ey! Nein! Ah, ich bin so doof. Ey, und Baby. Ah, oh, Freunde. Mann, ey! Uhu, wie geht's weiter? Da kommt das kleine Wildtiergulasch. Danke, Ole. Ja, falsche Richtung gelenkt. Man, ich kann sowas dann. Ja, Übungssachen. Von... Alles Übungssachen, Mella. First oder Second Try war das, sogar mit Koralle, aber Arschdrehung ist irgendwie meins. Er dein Ding? Funktioniert. Ja. Yeah. Was ist denn? Sacha, wieso hast denn du Harz in den Haaren? Ich dachte, du warst beim Handball. Vielleicht hat die Handball im Herz gespielt. Oh, das ist gar nicht so krass weit weg von hier. Also, da wäre die Frau wahrscheinlich nach dem Spiel auch hier.
Nein, ach komm on, Alter. Was ist denn los mit mir? Schon wieder. Wow. Komm schon. Ey, die Punkte sind aber teilweise lang. Ist das jetzt ernst gemeint, dass ihr mit Harz spielt, oder ist es nur... Nein, vom Punkt verkackt! Sarkasmus. Bambi hat Schuld. Also der Punkt ist haarig hier, meine Herren. Also auch die Tube hier ist gut dreifach gebaut. Also der Map, aber... Wenn ich aber früher Scheiß gebaut habe, mittlerweile bin ich dann baut der gut. Da war richtig, richtig knapp. Junge, Junge. Oh. Ich werd zu alt für diesen Scheiß. Okay, die Bobossa legt sich wohin, weil ihr Blutdruck nicht so gut ist. Seid Rettungssortierer! Rette dich, rette dich. Gute Besserung, Shirley. Leg die Füße hoch, ist ganz gut. Na, ich bin zu früh gekommen. Ja. Nicht zum ersten Mal. Krieg's. Woher weißt du das denn so genau? Beschwerst dich doch, das sehen die immer wieder. Ja, du siehst das ja immer, hab ich gehört. Oh. Ares 33, ich hab wieder Bilder im Kopf. Ja. Also Sarah nutzt, ja. Die nutzen in ihrer wirklich anscheinend Harz. Ja, damit dabei das Paket an den Händen. Ja. Voll interessant. Hab ich noch nie von gehört. Schau nicht, aber ich höre im Hintergrund irgendwas, das ziemlich nervt. Sorry, das ist wahrscheinlich bei mir die Heißluftfritteuse. Nein, dann das ist ein Fernsehsound oder sowas. Fritteuse quatscht mich nicht voll. Weil irgendwas labert da im Hintergrund und das nervt. So. Nach oben. Okay. Interessant. Wow, Alter. Hier ist aber knusprig. Knusprige Map, Alter. Junge, Junge. Aber nur sehr schöne Map. Ja. Vom Aussehen her, ja. Vom Baustil würde ich auch sagen, was ich dir sage. Ah, Kante! Oh, eine Kante, weit und breit, ne? Die Rockstar-Kanten. Ah, lecker. Hm. Ja, es setzt den Bumper noch höher, meine Das erste, was uns keinen ganzen für Rennen hört, ist Leckerei. Olaf, was? Olaf, du bleibst hier. Du hast Schuld an der Map. Bleib hier. Du Sack. Olaf hat Schuld? Cool. Okay, Olaf hat immer Schuld, Freunde, aber... Ja, die sind schon geschafft, ne? Nach 28 vom Ziel. Aber Hauptsache erstmal meckern, weißt du? Tschüss, Olaf. Komm bald wieder. Genau. Wuhu! Danke, dass du da warst, Olaf, mein Bester. Bis zum nächsten Mal, knack, knack. Aber Olaf, bevor du gehst, ich sag dir auch schon mal Tschüss, musst du sehen, dass du falsch liegst. Ja. Sie hat alles super gebaut. Meine Fresse. Da baut man so kack Barrieren hin, Alter, und dann... Oder was? Na, tschau, da, ah! Der Sprung ist haarig. Welcher? Ha, hier ist so ein Sommerkind mit einer Lücke dazwischen. Okay. Das Problem ist, du musst oben landen, weil danach wieder ein Sommerkind kommt, Ares. Okay. Der ist so haarig wie ein Dressage. Kann ich ihn Lynch? Moin Lynch! Nein! Klingt gut. Ich hab grad Schmerzen. Aber ich muss sagen, die Map ist an sich ganz geil gebaut. Ja. Also jetzt mal ernsthaft, sogar hier überall mit Markierungen und so. Vor allem, dass vorher einige gesagt haben, der baut nicht gut doppelt. Also ich sehe bis jetzt kein Problem. Oh, was ist hier denn da? Nee, der Punkt war ein Fake-Punkt. Nein, sowas an... Oh, sowas an Sommerkind. Ach, wie assi. So, was haben wir jetzt hier? Oh. Oh, schön frech. Wow! Alle hopp! Hallöchen Matteo, Nanak. Oh, Knallgas!
wo es die Ausfahrt, hallo. Ja. Dreh dich, nein, er hat dich, komm, rette dich, ah! Uiuiui. Oh! Geil. Muy gut. Hi! Oh mein Gott! Nein! Ja, sprich. Nein. Hi, alles! Halt die Schnauze! Alter! No! Ah! First try, Alter! Ich sag ja, und jetzt kommst du zu Chelsea. Bam! First try! Alter! Junge! Jetzt kommst du zu der Punkt, wo ich meinte, Ars, über die Lücke springen und dann oben bleiben. Ja, easy. Warum benutzt ihr Harz? Normalerweise macht man doch Magnesium auf die Hände, damit sie nicht so schwitzen und dass der Ball nicht wegrutscht. Vielleicht könnte ich kein Magnesium leisten. Kreidepulver. Oh! Oh! Alter! Wem klingst du denn am Arsch im Stream? Oh nein, 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 nein! Nein, der Bambi- Easy Map. Also die Map finde ich geil. Ja, doch. Anstieg, Schwierigkeitsgrad ist aber machbar alles. Ja, das ist aber auch die Hauptsache, ey. Oh. Nein! Fick dich doch, du blöde Stange. Oh nein. Zu früh, Ares. Oh. Schatz, mach was. Und in den Spiel geht's ja. Sah geil aus, Timo. Sah geil aus. Hm. Das ist eigentlich der Moment, wo man Karma fressen sollte, Freunde. Okay, jetzt habe ich den... Erinnerst du dich an die eine Map, die du bei dir beim Let's Test hinten dran gehangen hast, auf die ich geschissen habe? Ja. Da war doch genauso ein Sprung, ey. Das ist vielleicht sogar der... Könnt ihr euch Donnerstag drauf freuen, Freunde? Gibt's erst ein Let's Test und wir haben beide was Unterschiedliches dran gehangen. Ja. Mehr wird nicht verraten. Und beides coole Sachen, also wir empfehlen euch definitiv beide Videos zu sehen. Nein! Oh, ist das assi! Oh, ich hätte eigentlich mit rechnen müssen. Wow, der war aber richtig sexy. Junge. Wow! Nein, lieber drin. Gleich vom Punkt! Ich muss doch Freunde schon wieder selber anfassen hier. Nee. Wow! Überlassen wir anderen Leuten nicht anzufassen. Stimmt. Schatz, kommst du vorbei? Hab gerade Zeit. Oder auch nicht. Oh, Karma, Digga. Ach, ja. Das sagt Pong Challenge, easy geschafft. Na, ich achte da gar nicht mehr auf die Zeit. Mir geht's aber nur darum, irgendwie die Map zu beenden. Und Spaß. Weil wir heute leider so ein paar Maps hatten, die wir nicht beendet haben. Na, wenn der letzte Sprung nicht funktioniert zum Beispiel, meinst du? Zum Beispiel. Und solche Sachen sind halt extremst unbefriedigend. Ja, du kommst bis zum Ziel, willst eigentlich nur reinspringen und dann klappt der Sprung nicht. Ja, vor allem bei einer Shiburik-Map, ne? Ja. Wohl bemerkt. Die jetzt an sich nicht sonderlich schwer war, ne? Aber... Naja. Ey! Nur es gab kein Happy End, Freunde. Oh, das ist wie ein Puff gehen und sich die Umarmung abholen. Ah, das steht nur auf Happy End Massagen, oder? Ich war noch nie beim Masseur oder sowas. Aber auf Happy End stehst du wenigstens. Happy End ist gut, ja. Ah, Scheiße, ey. Schatz, bist du überhaupt noch da? Schatz schreibt so rein gar nichts. Sie ist schon auf dem Weg zu dir. Ah, das wäre irgendwie geil. Dann wüsste ich auch, was ich heute Abend noch bestelle. Keine. Die Frage ist, wo muss ich jetzt schon wieder hin? Komm hoch! Ich bin am überlegen, ob ich mir die Tage mal eine hübsche Pilzpfanne mache, Alter. Pilzpfanne! Pilzpfanne geht klar. Wow! Junge. Ey! Nein, ich bin so dämlich. Ja. Oh, wieso hab ich da gelenkt? Um mehr Zeit rauszuholen. Sarah meint, das wird nichts bringen, deswegen nimmt man Harz, weil es klebt und du halt am Ball mehr haftest. Mehr Haft hast. Weil du am Ball sozusagen klebst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weiß ich. Ist cool. Aber halt, auf jeden Fall ist er ekelhaft, wenn es in deinen Haaren ist. Da gehört es auch eindeutig nicht hin, davon mal ab. Nö.
Ja, überleg mal. Du tust das Harz an die Haare und die Gegenspielerin zieht dir in den Haaren. Dann hast du das klebrige Zeug in den Haaren. Ey. Solemma fragt, wie man sich da dreht. Oh Mann! An welcher Stelle? Also bei mir funktioniert erster ja noch Punkt. Am ersten Punkt? Rückwärts. Ach, ist der fies. Ja, wie du willst. Also ein Olef macht dir jetzt wahrscheinlich Korall. Ich hab's an Korall gemacht, das ist eine Arschdrehung. Ich hab's auch Korall gemacht. Oh, mich nervt da dieser Bumper, Alter. Nicht einmal hat der jetzt funktioniert bei mir. Ja. Aber ich schaue jedes Mal in einem falschen Winkel, glaube ich, an. 45 Grad nach oben falsch dagegen. Ja, ja, das weiß ich, aber... Erstmal machen. Nein, 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 dreh dich doch weiter, du blöde, blöde Mistkarre. Oh! Ey, ganz ehrlich, meine Fresse. Jetzt dreh er dich zu weit. Fick dich doch, blödes Auto. Schon wieder zu weit gedreht? Ja. Warum mach ich nicht einfach den hier? Weil ich eine Trottel bin, Koralle, rette Leben. Oh, ganz oben! Oh, fick dich doch. Koralle gemacht, zack, First One, ne? Ich lass 10. Ja. Sarah sagt, ihr habt 3 Spieler in die Haare gelangt und mir Haare rausgerissen, aber naja, egal. Ja, das ist ziemlich ouch. Ja, und die alle mit. Glaube ich, ein bisschen auf die Fresse, oder? Bisschen. Und alle mit den Harz an den Fingern? Schmackofatz. Nein, schon wieder überdreht. Schade, Aris. Ei. Oh, der war göttlich. Perfekt gefahren, Freunde. Wow! Kamerasicht! Beyblade! Was? Ja, die aufgebracht. Hätte aber böse enden können. Die Mauern halten mich nicht auf und ich fähr fast bis zum Ziel gerollt. Ja, geile Map, Freunde, vorm Ziel. Prädikat spielbar. Nein! Oh! Da kommt die Ente, Freunde! Rein mit euch! Wuhu! Alter! So, Bambi, Alter. Chris... Wo ist Bambi? Da ist Bambi. Alle rein, Männer. Zack! Ab mit dem Ziel! Wuhu! Ja. Nein! Sky war schon seit 9 Minuten, ich hätte einfach reingefahren. So, Freunde! Ich würde mal sagen, die Ente hat doppelt so lange gebraucht wie ich. Aber ist ja kein Verzagen. Ich fand die Map geil. Vorher haben gesagt, Olef zum Beispiel, die Map ist nicht gut gebaut. Also, ich fand hier keinen Bau. Auch hier, der das doppelt gebaute, einwandfrei. Natürlich gucken wir uns gerade natürlich zu allem an. Das ist natürlich kein gutes Beispiel zum Fahren. Aber Freunde, wie dem auch sei, schaut bei der Ente vorbei. Schaut bei den anderen Links vorbei, die unten sind. Instant Gaming und sowas. Bringt euch allen was. Ich habe auch schon richtig Geld bei Instant Gaming gespielt, kann ich nur sagen. Ansonsten, Freunde. Wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao, ciao. Guck mal, er macht mit.